Villa Joyosa an der spanischen Mittelmeerküste. Ein Idyll für sonnenhungrige Touristen. Doch am 13. Februar bricht im Urlaubsparadies die Hölle los. In einer Tiefgarage wird ein Mann hingerichtet, in dieser Parkbucht. Exekutiert mit 6 Schüssen. Es soll sich um Maxim Kosminow handeln. Ein 28-jähriger russischer Hubschrauberpilot, der den Mut hatte zu desertieren und daraufhin von Putins Machtapparat zum Abschuss freigegeben wird. Ich hoffe, unsere Kräfte werden diesen Bastard finden und eliminieren. Ein Hund hat verdient, wie ein Hund zu sterben. Jeder, der desertiert, ist ein Verräter und der Verräter wird mit dem Tod dafür bezahlen. Ein Auftragsmord im Namen des Kreml? Die spanischen Behörden ermitteln, noch steht der endgültige DNA-Beweis aus. Wie Kosminow ums Leben kam, hat der Hausmeister der Wohnanlage live miterlebt. Ich war gerade in der Garage, um zu putzen, als ich hörte, wie ein Auto mit großer Geschwindigkeit wegfuhr. Ich habe das nicht für wichtig gehalten. Aber als ich hochgegangen bin, habe ich einen Nachbarn getroffen, der die Leiche da schon entdeckt hatte. Und dann haben wir gesehen, dass der Tote offenbar erschossen und überfahren worden war. Einen Monat später sind fast alle Spuren des Anschlags beseitigt. Nur ein letztes Einschussloch erinnert noch an die unbekannten Täter, die hier mit großer Brutalität zu Werk gingen. Investigativjournalistin Mercedes Gallego hat den Fall recherchiert. Laut ihr gibt es Beweise, die in eine bestimmte Richtung zeigen. Man fand heraus, dass die verwendete Munition russischer Herkunft ist. Anfangs hat die Guardia Civil den Toten als 33-jährigen Ukrainer mit dem Namen Igor Shevchenko identifiziert. Das Dokument hatte er bei sich. Eine Fake-Identität. Der Tote ist in Wahrheit Maxim Kosminow, ein Russe aus ärmlichen Verhältnissen, den seine Flucht weltberühmt machte. Aufgewachsen ist er in Arsenjew, einer Kleinstadt im Osten Russlands. Doch als der Ukraine-Krieg beginnt, will er nur noch weg, zum Feind überlaufen. Wie, erzählt er später in einem Video des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Ich habe die Geheimdienste der Ukraine kontaktiert und meine Situation geschildert. Daraufhin hat man mir gewisse Optionen vorgeschlagen. Sie haben gesagt, dass sie für meine Sicherheit garantieren, mir neue Papiere ausstellen und eine Entschädigung zahlen. Wir haben alle Details besprochen und dann damit begonnen, meinen Flug zu planen. Anfang August vorigen Jahres ist es dann soweit. Mit der Aussicht auf eine $500.000 Belohnung fliegt Kosminow mit seinem Transporthubschrauber in Richtung Ukraine. Ich wusste, dass ich nahe der Grenze war. Dann habe ich meine Koordinaten durchgegeben und gesagt, lasst es uns jetzt versuchen. Ich bin ganz in der Nähe. In dem Moment habe ich mich endgültig entschieden und bin rüber, im Tiefflug mit ausgeschaltetem Funksignal. Im Propagandavideo der Ukrainer ist zu sehen, wie das Militär den Überläufer in Empfang nimmt. An Bord des Helikopters sind angeblich noch 2 weitere russische Soldaten. Vorsicht, da läuft Kerosin aus. Weg hier! Es soll zu einem Schusswechsel gekommen sein, bei dem Kosminow am Bein verletzt wird und der Rest der Besatzung stirbt. Überprüfen lässt sich das nicht. Los, los, Jungs. Und dann wieder zurück auf Position. Sergej, verbinde ihn und geh zurück. Zuerst die Füße auf die Bahre laden. Jetzt hol ihn raus. Los, schneller, hol ihn raus. Evakuierung. Umzingeln und auf die andere Seite. Besonders brisant ist, dass der Deserteur offenbar nicht mit leeren Händen kommt. Angeblich hat er sensible Informationen im Gepäck. Ein Überläufer mit fetter Beute. Ein Propagandasieg, den die Ukrainer genüsslich in Szene setzen. Im Fernsehen wird Kosminow wie eine Trophäe präsentiert, um Putins Schmach noch zu erhöhen. Hier leben sehr nette Menschen. Hier gibt es viele faszinierende Orte. Ich wünsche mir sehr, dass meine Kameraden auch rüberfliegen und zu echten Helden werden, damit sie mit eigenen Augen sehen können, dass es hier keine Nazis und Faschisten gibt. Für Russland-Experten und Putin-Kenner ein durchaus kritisches Vorgehen. Die öffentliche Zurschaustellung des russischen Deserteurs, Propaganda und Provokation zugleich.
Dieser Krieg ist ja auch ein Kampf der Bilder. Dass man da so einen hatte, der übergelaufen ist und man den im Fernsehen vorführen konnte und der quasi die ukrainische Sicht auf den Krieg geteilt hat, das war, in dem Sinne war es ein Teil einer Medienschlacht. Und ich glaube, das war im ersten Moment das Entscheidende und man hat über die anderen Folgewirkungen zu wenig nachgedacht. Die Russen schlagen zurück und erklären ihren Ex-Piloten im Staatsfernsehen für vogelfrei. Ein Aufruf an alle, der seine Wirkung nicht verfehlt. Den Verrat verzeihen wir niemals, nie und nimmer. Wenn unsere Spezialoperation beendet ist, werden seine Knochen schon längst vergammelt in der Erde liegen. Die Jagd ist damit eröffnet. Verbal angefeuert durch eine Spezialeinheit der russischen Aufklärungsdienste. Wir werden ihn kriegen. Wir haben einen langen Arm. Seine russischen Verfolger im Nacken flieht Kusminow weiter Richtung Westen. Von der Ukraine geht es ans spanische Mittelmeer. Ausgestattet mit einer üppigen Belohnung und neuer Identität, verschlägt es ihn ausgerechnet nach Villajoyosa, einer Stadt, in der rund 800 Russen und 1200 Ukrainer leben. Ein Hotspot der Kriegsparteien, in dem es bislang friedlich war. Wir hatten nie Schwierigkeiten mit denen. Sie sind sehr höflich und grüßen immer. Aber wir wissen auch nicht viel über ihr Leben. Jeder macht hier sein Ding, aber Probleme gab es noch nie. Viele fragen sich jetzt, warum Kusminow so unvorsichtig war und diesen Ort wählte, um unterzutauchen. Am Anfang war die Arbeitshypothese, dass er hergekommen ist, weil er hier Verwandte oder Bekannte haben könnte. Man muss bedenken, dass nach Kriegsbeginn sehr viele Ukrainer nach Spanien ausgewandert sind. Es schien also möglich, dass er irgendein Familienmitglied hier hatte, aber das konnten wir absolut nicht bestätigen. In dieser Frage ermittelt auch die lokale Polizei, die sich hier erstmals zu dem nach wie vor ungeklärten Mordfall äußert. Aus Sicherheitsgründen will der zuständige Beamte unerkannt bleiben. Uns ist nichts bekannt von einer Familie, weder hier in Villajoyosa noch im Rest von Spanien. Es gab entsprechende Medienberichte, aber wir wissen nichts von Verwandten und haben hier im Ort auch keine ausfindig machen können. Maxim Kusminow ist 28 Jahre alt, als er ermordet wird. Ein junger Mann, der sich von klein auf für die Luftfahrt begeistert. Das Fliegen, so scheint es, ist sein Leben. Er meldet sich zum Militär, wird an einer Luftwaffenakademie angenommen und macht 2018 seinen Abschluss. Ein Video von damals zeigt ihn als jungen Soldaten, linientreu und voller Zuversicht. Jungs, ihr sollt den Himmel lieben und dann wird der Himmel auch euch lieben. Danke und Gratulation, liebe Kameraden. Ich liebe euch alle. Danke, dass es euch gibt. Sein letztes Zuhause. Für den Überläufer zugleich ein Versteck. In der eher anonymen Wohnanlage soll er im 9. Stock gewohnt haben. Kennen Sie diesen Mann? Nein, nie gesehen. Wohnen Sie hier in dieser Etage? Ja. Das ist der Mann, der in der Garage getötet wurde. Keine Ahnung. Doch vollkommen unbemerkt bleibt Kusminow in der ukrainisch-russischen Enklave Villajoyosa dann offenbar doch nicht. Einer, der ihn noch lebend gesehen hat, ist Vlad. Er wohnt in derselben Apartmentanlage, in der Russlands meistgesuchter Staatsfeind Unterschlupf gefunden hat. Ich habe den Mann ab und zu im Fahrstuhl gesehen. Wir haben uns ein paar Mal gegrüßt. Ich habe ihn mit Ola und auf Russisch mit Drastvujtje angesprochen. Er hat dann auf Russisch zurückgegrüßt. Da wusste ich, er kommt entweder aus Russland oder der Ukraine. Besonders unauffällig scheint sich der junge Russe in dem Urlaubsort nicht verhalten zu haben. Das lag wohl auch an dem Wagen, mit dem er unterwegs war. Mir ist sein Auto aufgefallen. Ich habe aktuell einen Audi A8, hatte davor aber selbst drei ähnliche Mercedes S-Klassen. Ich habe die auffällige Karosserie erkannt. Deshalb habe ich darauf geachtet und auch gesehen, dass er keine spanischen Kennzeichen hatte. War Kusminow in seinem Exil zu leichtsinnig? So soll er eine Ex-Freundin aus Russland nach Spanien eingeladen haben.
Die Tragweite des Falls wird der Polizei vor Ort jedenfalls erst allmählich klar. Anfangs gingen wir davon aus, dass es sich um eine Abrechnung einer kriminellen Organisation handeln könnte. Danach, nach ca. 2 Wochen, gab es dann Berichte, dass es sich um eine internationale Angelegenheit handeln und mit dem Krieg zu tun haben könnte. Und damit auch mit ihm, Wladimir Putin, Russlands ewiger Präsident, der sich gerade erst in einer Scheinwahl bestätigen ließ, ist berüchtigt für seine gnadenlose Haltung gegenüber Abtrünnigen. Können Sie verzeihen? Ja, aber nicht alles. Was nicht? Verrat. Nicht nur, dass der Kreml gleich nach Kusminows Flucht Rache schwört, auch kurz nach dessen Tod im Februar reagiert Moskau. Diesmal immerhin der Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin. Dieser Verräter wurde in dem Moment zu einer moralischen Leiche, als er sein schmutziges und schreckliches Verbrechen plante. Der Einfluss von Putin und seinen Vasallen erreicht weit. Gift- und Mordanschläge pflastern ihren Weg. Man muss sagen, seit dem Kriegsbeginn im Februar vor 2 Jahren hat Russland jede Scheu fallen gelassen. Das heißt, sie versuchen das auch nicht mehr zu verbergen. Man hat Kusminow sichtbar umgebracht, auf einem sicheren Weg, überhaupt keine Abstreitbarkeit mehr, sondern die Message ist vollkommen klar. Wir kriegen dich, wir bringen dich öffentlich sichtbar um und jeder, der darüber nachdenkt, zu desertieren, wird dasselbe Schicksal wie Kusminow haben. Ein junger Mann, dessen Traum von einem freien Leben tödlich endet. Die Attentäter, die ihn mit 6 Kugeln ermorden, waren offenbar hochprofessionell. 16 Kilometer vom Tatort entfernt vernichten sie ihre letzte Spur, sprich den Fluchtwagen. In einem abgelegenen Seitenweg wird das Auto, ein weißer Kleinwagen, in Brand gesetzt. Die Überreste sind immer noch zu sehen, auch für die Anwohner. Die Menschen, die hier leben, fühlen sich jetzt unsicher, weil sie merken, dass diese Leute sich hier anscheinend auskannten. Sie scheinen genau gewusst zu haben, wo sie hin müssen, um das Auto zu verbrennen. Woher wussten die Täter, dass es hier so abgelegen ist? Das gibt uns ein ungutes Gefühl. Offiziell ermitteln die spanischen Behörden noch, lokale Polizei, Guardia Civil und Geheimdienst, um die Killer und ihre mutmaßlichen Drahtzieher im Kreml doch noch zu fassen.